Ja, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Monster Energy Supercross. Es tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat, bis eine neue Folge kam. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich möchte mich nochmal an dieser Stelle recht herzlich bedanken, Leute, für die ganzen Views hier, die diese Serie bekommen hat. Mittlerweile über 2000. Das ist für meinen Kanal ja Wahnsinn, Leute, und ich bin mächtig stolz drauf. Besonderen Dank gilt natürlich den Leuten, die bisher, ich habe gesehen hier, die letzte Folge hat immer noch über 30 Views. Leute, danke euch dafür, dass ihr noch dabei seid. Wir machen jetzt weiter. Drittes Rennen in der 450er Meisterschaft. Ihr seht Angel Stadium Anaheim 2. Das ist nicht mein Lieblingsrennen, aber ich habe euch versprochen und ich bin richtig motiviert. Diese Meisterschaft, die wollen wir uns holen. Bei der letzten 250er im Westen hat es ja nur zu Platz 2 gereicht. Und ich möchte die Serie nicht beenden, ohne hier eine Meisterschaft gewonnen zu haben. Das ist ja wohl klar. Leute, es sind die letzten 16 Folgen, die jetzt kommen, die 16 Rennen noch. Dann ist die Serie leider zu Ende. Vielleicht mache ich noch so 3 bis 5 Online-Rennen. Mal schauen, wie ich mich schlage, weil so voll blamieren will ich mich natürlich auch nicht. Aber ich freue mich, dass ihr hoffentlich jetzt auch noch die letzten Rennen hier in der letzten Meisterschaft dabei seid. Ihr wisst wie immer, ich werde jetzt hier ein paar Runden drehen, Leute. Wir sehen uns dann gleich bei der Qualifikation. Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei seid. Wenn es euch gefällt, vergesst auch diesmal nicht den Daumen nach oben oder die, die es noch nicht haben, ein Abo. Leute, wir legen los. Here come the big bikes rolling into the stadium. The highly anticipated start of the first 450 heat race. The tension is really starting to build as these riders are hoping to secure the direct transfer to the main event. It's time to go racing. Ralph Sheehan hat's mal wieder richtig ausgedrückt, Leute. It's time for racing. So, wir suchen uns den Startplatz aus. Wir nehmen diesen. Und dann, Leute, ihr wisst genau, wir starten Heat 1. Erster Qualifikationslauf fürs Main Event. Und wer ein bisschen meine Serie verfolgt hat, der weiß, ich hasse Anaheim. Das ist überhaupt nicht meine Strecke. Aber wir müssen sie halt fahren. Und wir dürfen ja auch den Vorsprung auf den Meisterschaftsführenden nicht zu groß werden lassen. Also, los geht's. So, bisher sieht es gar nicht mal schlecht aus. Wir sind hier auf dem vierten Platz. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. So, kommen wir da noch an? Ja, kommen wir. Der erste ist ja schon doch ein ganzes Stück weg, wenn ich das richtig gesehen habe.
sorry, aber manchmal muss es etwas härter sein. Oh. So, immer noch Vierter, das würde reichen fürs Main Event. Der hätte uns fast zerlegt. Oh, und da sind schon einige hinter uns jetzt. Das wird ein harter Kampf, diesen Platz hier zu halten, glaube ich. Nein, da sind wir ein bisschen reingekommen, dann vergurken wir hier so. So, letzte Runde. Jetzt keinen Mist machen, aber das war bisher, glaube ich, nicht so schlecht. Sind immer noch hier am dritten dran. Also holen wir ihn noch. Das wird ganz eng, das wird, jawohl, Dritter, wenn ich das richtig sehe. Das auf meiner meistgehassten Strecke in Anaheim. Leute, ich bin zufrieden. Chad Reed ist Erster geworden. Das ist doch nicht schlecht. 8 Sekunden zwar hinter dem ersten ins Ziel gekommen, aber Main Event direkt im ersten Anlauf erreicht. Leute, auf zum Main Event. So. Ein paar Pünktchen, Credits haben wir noch bekommen. Southern California is home to many of the major teams and manufacturers who competed Monster Energy AMA Supercross, an FIF World Championship. That's why winning here at Angel Stadium in Anaheim is so important. A win at the Big A can make your career. Who will step up and claim the checkers in Anaheim? You can hear the cheers. He is the crowd favorite. Will that be too much pressure or the motivation for him to get the win? So, da sind wir. Welchen Startplatz nehmen wir denn? Nehmen wir ein bisschen weiter hier außen? Nein, nehmen wir ruhig den. Den haben wir uns erkämpft. Den nehmen wir auch. So, Leute, Anaheim. Main Event. Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Ich hasse es wirklich wie die Pest.
Rennen in Anaheim sind absolut nicht mein Ding. Aber nichtsdestotrotz wollen wir den Rückstand auf diesen Dungey nicht zu groß werden lassen. Also auf geht's. The riders are lined up. So, bisher sieht es nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus, wirklich nicht. Oh nein. Ich sollte lieber ruhig sein. Okay, ich sag nichts. Wir sind Siebter. Fünfter zurzeit. Den würde ich ganz gerne noch holen hier. Da ist er Gott sei Dank ein bisschen hängen geblieben, das ist unsere Chance jetzt. Da springt er uns wieder davon. So. Jetzt ein bisschen mal von dem absetzen, das wäre sehr schön. Und hier vor allen Dingen weiter rankommen an Sealy. So, ich habe es richtig gesehen, dass wir uns minimal ein bisschen abgesetzt haben von dem hinter uns. Ja, vielleicht sollte ich aber doch besser nach vorne gucken, ne? Denn ich glaube, das war es jetzt schon mit dem Absetzen. Genau, da ist er schon wieder. Oh, ja, ja, ja. Und der Vorsprung wieder größer geworden zu den vor uns. So, jetzt konzentriere dich, Mensch, Fünfter, das wäre ein Riesenerfolg hier in Anaheim. Und der Vierte ist noch in Sichtweite. Also bitte, André.
konzentrier dich. Oh nein, was mache ich denn da für einen dämlichen Fehler? Vierter Platz wäre schon okay. Sponsorenvorgabe auf jeden Fall wäre dann erfüllt. Und er hat einen Fehler gemacht. Jawohl. Jetzt wird es nochmal spannend, glaube ich. Wir sind dran. Wir sind dran am vierten Platz. Und das ist Dungey. Yes. Das wird schwer, aber nicht unmöglich. Aber jetzt hat er sich schon richtig schön schnell wieder abgesetzt. Aber Junge, wir kriegen dich. So nicht. So nicht. Ah, jetzt führt er schon wieder ein richtig schönes Stück. Mensch, das war die Chance. Jetzt ist er schon wieder zu weit weg. Egal, wir kämpfen, wir bleiben dran. Nein, nein, nein! Oh. Ah. Ciao, ciao, schöne Platzierung. Ja, das war's. Neunter Platz, na super. Ich bin einfach froh, wenn wir dieses blöde Rennen hier beendet haben. Ja. Jetzt ist die Konzentration auch vollkommen weg bei mir, ich gebe es zu. Warum er da ewig stürzt, verstehe ich nicht. Wir kamen doch an sich gut auf. Jetzt nicht noch den 10. Platz verspielen hier. Bitte nicht. Weit und breit jetzt keiner mehr zu sehen.
Ja gut, ich würde sagen, dann geht es darum, 10. Platz ins Ziel zu bringen jetzt. Noch 2 Runden. Oh nein, was? Oh. Gottes Willen. Ja, da ist genau auch den Platz haben wir verspielt. Sehr schön. Was ist denn jetzt? Jetzt ist der Buhnmann. Sorry Leute, aber... Es ist nicht wahr. Ich will es jetzt einfach beenden hier. Komm bitte. So, letzte Runde. Genau, Xbox. Jetzt hak du noch mal hier ein bisschen. So, da macht einer noch mal einen Fehler. Können wir noch ein Plätzchen gut machen. Doch noch mal einen überholt. Ja, aber genau. Oh Leute, Gott sei Dank ist es vorbei. Ich hasse es hier. Aber das ist geschafft. Wie viel da sind wir geworden? Ich habe es gar nicht gesehen. 14? 13. So, das macht in der Gesamtwertung. Eieieiei. Ja, genau. Das war nicht das, was wir uns erhofft haben. Damit sind wir 12. in der Gesamtwertung. Und 51 Punkte hinter dem ersten. Wie heißt er? Ken Roshan. Das war bitter. Leute, es tut mir leid. Das war eine sehr, sehr deprimierende Vorstellung von mir. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt kommt Glendale, eins meiner absoluten Lieblingsrennen hier. Leute, ich hoffe, ihr seid dabei. 51 Punkte ist im Moment der aktuelle Rückstand auf den Führenden der Meisterschaft. Das ist viel. Aber wir haben noch 15 Rennen. Ich hoffe, das ist noch aufzuholen. Und ich würde mich besonders freuen, wenn ihr mit dabei seid, Leute, beim nächsten Rennen dann bei der University of Phoenix in Glendale. Ich sage danke, Leute. Ciao, ciao. Habt eine gute Zeit.